Hallo ihr Lieben, das soll nur ein ganz, ganz kurzes Infovideo für euch werden. Wer meine Weekly Readings guckt, weiß sicherlich jetzt schon, was kommt. Ich habe im Juli und August vor, mir eine kleine YouTube-Auszeit zu nehmen. Ich werde hier nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, das will ich auch gar nicht. Ich glaube, das kann ich auch gar nicht. Aber ich werde definitiv meine Videos extrem runterschrauben. Ihr werdet im Juli und August auf jeden Fall von mir die Neuzugänge bekommen, den Lesemonat und die Neuerscheinungen, weil das die drei Videos sind, die ihr, glaube ich, auch am liebsten mögt. Und auf die müsst ihr auch nicht verzichten im Juli und auch nicht im August. Aber alle anderen Videos werde ich dann erstmal einstampfen, denn ich will mir einfach ein bisschen Pause gönnen und meine Auszeit nehmen. Denn die meisten von euch werden es ja sicherlich im Laufe des Jahres schon mitbekommen haben. Ich heirate Anfang August und ich brauche für die Vorbereitung jetzt nicht mehr so viel monströs Zeit, dass ich sage, ich muss hier noch Wochen um Wochen irgendwas vorbereiten, das nicht. Aber ich möchte die Zeit einfach für mich nutzen und das Ganze auch genießen. Und dann möchte ich nicht noch im Kopf haben, was ich noch alles drehen muss und lesen muss und fertig machen muss. Und da möchte ich das einfach für mich, daher möchte ich mich da einfach ein Stück zurücknehmen und dass ich das für mich halt auch besser genießen kann und mal in mich gehen kann und mir da einfach auch mal eine kleine Auszeit nehme. Denn ich habe jetzt die letzten zwei Jahre kontinuierlich, ich habe nachgeguckt, ich habe in den letzten zwei Jahren kontinuierlich drei Videos die Woche hochgeladen und mir geht so langsam die Luft aus und das merke ich auch gerade. Also ich merke, dass ich bei manchen Sachen immer gereizter werde. Ich habe es letztens erst gehabt, es war glaube ich unter meinem Lesemonat, der Kommentar steht da auch noch, weil ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Da war es aber so, dass ich von einer Abonnentin einen Kommentar bekommen habe, wo sie der Meinung war, ich habe zu viel über ein Buch verraten. Und normalerweise kratzt mich so ein Kommentar nicht. Normalerweise stecke ich das weg und sage, ja, jeder Mensch hat halt verschiedene Ansichten und der eine empfindet das als Spoiler oder zu viel verraten und der andere sagt aber, hey, ich möchte die Geschichte auch erzählen, ich möchte auch den Leuten erzählen, worum es in diesem Buch geht, ich möchte die Leute auch anregen, das Buch zu lesen. Und das sind so eigentlich meine Antworten, die ich dann immer gebe. Aber ich war an diesem Tag, ich weiß nicht warum, gut, es war der Todestag meines Papas, das hat mich sowieso emotional noch mitgenommen. Und dann kam dieser Kommentar von wegen, du hast gespoilert, du hast zu viel verraten, das finde ich nicht cool. Und ich bin dann einfach komplett abgedreht. Ich habe es selber gemerkt dann am nächsten Tag, ich habe mir das dann alles nochmal durchgelesen und dachte, oh Gott, was hast du für eine Scheiße geschrieben? Und was gesagt ist, ist gesagt. Und wie gesagt, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. An diesem Tag hat es mich einfach extrem gekratzt, deswegen bin ich dann auch wirklich unhöflich geworden und es tut mir auch wirklich leid, dass ich so eine patzige Antwort gegeben habe. Aber ich bin auch nur ein Mensch und es steckt auch nur mal einfach nur in mir ein ganz normaler Mensch drin und ich bin hier kein Medienprofi oder irgendwas und deswegen habe ich halt einfach mal eine pampige Antwort gegeben. Und ganz ehrlich, Leute, wenn wir einmal bei diesem Thema sind, wenn ihr mir kommentiert, dass ich spoilere, dann bin ich mir dessen auch bewusst, denn ich erzähle in den Videos was zu den Büchern. Ich schneide die Videos. Dabei gucke ich mir die Videos ja auch automatisch nochmal an. Und ich bin ein Mensch, ich gucke alle Videos, bevor ich sie hochlade, auch nochmal einmal im Kompletten durch, um irgendwelche Fehler noch rauszufiltern, gegebenenfalls oder irgendwas, falls da irgendwas sich hingehauen hat. Also ich bin mir meine Aussagen in den Videos schon bewusst. Und wenn ich dann einfach einen Kommentar bekomme mit, du hast gespoilert, frage ich mich, was soll ich auf diesen Kommentar antworten? Ganz ehrlich, was erwartet man von mir darauf für eine Antwort? Ich kann aus diesem Kommentar nichts mitnehmen. Es ist für mich einfach keine konstruktive Kritik, weil jeder empfindet das anders. Der eine sagt, boah, du hast gespoilert. Der nächste sagt, cool, ohne die Info hätte ich das Buch wahrscheinlich gar nicht gelesen, weil im Klappentext steht das ja nicht drin. Der nächste sagt mir, ja, hört sich ganz nett an. Der übernächste sagt, ja, hättest du mal noch ein bisschen mehr erzählen können. Deswegen kann ich auch so einem Kommentar mit, du hast gespoilert, ich kann da nichts draus mitnehmen. Also ich bin mir meine Aussagen, die ich in den Videos tätige, ja schon bewusst und ich weiß, was ich euch von dem Buch erzähle. Denn wie gesagt, ich erzähle das, ich schneide das, ich gucke das nochmal drüber. Und deswegen werde ich auf solche Kommentare in Zukunft nicht mehr antworten. Punkt. Ich werde darauf nicht mehr eingehen. Also falls ihr mir jemals kommentieren möchtet, du hast gespoilert, werde ich darauf nicht mehr antworten, weil ich einfach nicht weiß, was ich auf sowas antworten soll. Also wie gesagt, ich werde darauf in Zukunft nicht mehr antworten, weil jeder empfindet das anders und jeder möchte, der eine möchte viel erzählt bekommen zu dem Buch, der andere möchte so gut wie gar nichts über ein Buch erfahren, der nächste möchte nur wissen, was auf dem Klappentext steht. Und da wirklich ein gutes Mittelmaß zu finden, um alle da draußen zufriedenzustellen, das ist verdammt schwer und das funktioniert auch nicht. Deswegen, ich gehe da nach meinem Maß und wenn ihr empfindet, dass ich spoilere, dann tut es mir leid, aber ich werde darauf in Zukunft auch nicht mehr reagieren, weil mich nerven solche Kommentare einfach nur nicht.
muss mich nicht jedes Mal 100 Mal dafür rechtfertigen, warum ich das erzähle, was ich erzähle. Ich habe es jetzt hiermit in diesem Video einmal gesagt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meiner Abonnentin der Lena einfach mal einmal noch entschuldigen. Meine Reaktion war nicht okay, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich kann nicht immer alles runterschlucken. Man muss auch irgendwann einfach seinen Frust mal rauslassen. Und wie gesagt, der Kommentar kam an einem schlechten Tag, zu einem schlechten Zeitpunkt. Ich hätte an diesem Tag wahrscheinlich am besten gar keine Kommentare mehr lesen sollen. Aber es ist nun mal passiert und es ist nun mal so, wie es ist. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe, und ich habe da nichts anderes geschrieben, als das, was ich euch auch gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich auf solche Kommentare antworten soll, weil ich bin mir dessen, was ich euch erzähle, ja bewusst. Und wenn ihr das so empfindet als Spoiler, dann tut es mir leid, dann ist es halt einfach so, ich empfinde es dann nicht als Spoiler, denn wie gesagt, ich möchte nicht nur Klappentexte vorlesen, ich möchte auch ein bisschen was von einem Buch erzählen können, ich möchte euch ja auch irgendwas dazu sagen, was eben nicht im Klappentext steht, dass ihr vielleicht nochmal einen Anreiz bekommt, dieses Buch auch zu lesen, deswegen werde ich diese Kommentare in Zukunft einfach ignorieren und darauf nicht mehr eingehen und nicht mehr antworten. Also wenn ihr in Zukunft schreibt, du hast gespoilert, werde ich euch am besten dieses Video hier verlinken. Denn jetzt erkläre ich alles einmal ausführlich. So, diese Thematik hat mir jetzt noch echt auf der Seele gebrannt, bevor ich mich jetzt hier in meine Pause verabschiede. Also wie gesagt, Lesemonat, Neuzugänge, Neuerscheinungen kriegt ihr auf jeden Fall von mir. Ich bekomme auch ein paar Rezi-Exemplare im Juli und auch im August. Da bekommt ihr dann natürlich auch nochmal ein extra Video zu den Rezi-Exemplaren, denn das mache ich ja immer so, dass ich dazu ein extra Video nochmal drehe. Und diese Videos bekommt ihr auf jeden Fall, denn ich möchte dem Verlag ja da auch nichts schuldig sein. Auch wenn viele Verlage sagen, es reicht, wenn du einen Lesemonat machst, ich möchte das halt so machen. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt und viel zu lange hier gequatscht, dafür, dass ich euch eigentlich nur sagen wollte, ich verabschiede mich im Juli und August mal ein bisschen und mache mal eine Pause. Ich kann euch nicht versprechen, dass im September, wenn ich zurückkomme, alles so bleibt, wie es ist. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass ich hier irgendwas umschmeiße. Ich gehe jetzt einfach mal in mich in nächster Zeit und gucke mal, wie das hier alles so vonstatten gehen soll in Zukunft. Und ja, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr keine Videos bekommt. Ihr kriegt ein paar Videos von mir, aber halt nicht mehr 3 die Woche. Und ja, jetzt habe ich genug erzählt. Ich verabschiede mich jetzt einfach erstmal und wir sehen uns dann spätestens im Neuzugänge-Video. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein Unpacking, denn ich habe heute Bücher bestellt. Und das kommt dann auch noch irgendwann online. Also ich werde nicht gänzlich verschwinden hier in den nächsten 2 Monaten, sondern das Ganze halt noch ein bisschen runterfahren. Und ja, jetzt habe ich viel zu viel erzählt. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei euch fürs Gucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.